dann. Jawohl. Und in dem Sinne, Oliver. Dann Feuer frei. Feuer frei. Auch ich möchte euch nochmal recht herzlich begrüßen. Natürlich nicht nur die Präsenzteilnehmer, sondern auch die virtuellen Online-Teilnehmer. Seid gegrüßt. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Oliver Wessoli, bin seit 5 Jahren bei der Firma Proxys in unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen tätig. Aktuell begleite ich die Funktion des Partnermanagers Business Development für die Dachregion und freue mich, mit euch gemeinsam jetzt die nächsten 20 Minuten hier mal durchzuführen. Zum Thema Dokumentenmanagement als Schlüssel zur digitalen Transformation ist ein mächtiges Thema, mächtiges Schlagwort, da kann man in vielen Richtungen ausholen. Zunächst möchte ich mal damit beginnen, was erwartet euch in den nächsten ca. 15, 20 Minuten? Klar, kurze Vorstellung, wer sind wir denn, mit was beschäftigen wir uns von der Proxys? Weiter geht's mit den Themen, mit welchem Leistungs- und Lösungsumfang kann Proxys Sie euch bei der digitalen Transformation unterstützen? Wie sieht das aus? Wo haben wir eine hohe Expertise in den letzten Jahren erworben? Und natürlich, dass wir da euch unterstützen können. Als nächstes, was bringt die Digitalisierung und Automatisierung von Dokumentenprozesse im Alltag? Da möchte ich ein bisschen auf Herausforderungen, Probleme und Antworten und Mehrwerte eingehen. Und als letzten Punkt, Digitalisierung und Förderung steht nicht im Konflikt, sondern DMS ist grundsätzlich auch förderfähig. Man kann also hier jederzeit auf die jeweiligen Förderprogramme auf Bund- oder Länderebene zurückgreifen. Last but not least, kurz auf die FAQs. Sollte es zeitlich nicht reichen, freue ich mich natürlich auf Ihren Besuch. Sie finden uns auf dem Stand B9. Tauchen wir einfach mal ein. Ja, wer sind wir denn eigentlich? Grundsätzlich, Sie sehen schon mal oben links, Gründung 1991. Ich denke, diese große, lange Zahl, über 30 Jahre, bescheinigt uns da schon mal eine sehr hohe Expertise, Sie in Ihren zukünftigen Digitalisierungsprojekt zu begleiten. Gegenwärtig beschäftigt die Firma Proxys 104 Mitarbeiter und verteilt auf 5 strategische Standorte. Der Firmenhauptsitz ist im schönen Baden-Württemberg, im tiefen Schwarzwald, zwischen Villingen, Schwenningen und Tuttlingen. Dort finden Sie dann Riedheim-Weilheim, siehe oben unsere Firmenzentrale. Ergänzend haben wir nochmal weitere strategische Standorte. Einmal in Leipzig, klar kennt man. Berlin ist unser neuer Standort, haben wir kürzlich in Betrieb genommen. Rengsdorf für den westlichen Teil Deutschlands. Und für unser Schweizer Business haben wir in Teigen im Grenzgebiet zu Schaffhausen ebenfalls eine Niederlassung. Niederlassung heißt, dass nicht nur die operativen Abteilungen beheimatet sind, sondern auch im XS-Format die strategischen Abteilungen. Die regionale Verdichtung in Deutschland stellen wir durch mehrere Vertriebsbüros in Deutschland sicher und mein Vertriebsbüro befindet sich in Fürth, Nähe Nürnberg. Die Besonderheit in den 30 Jahren ist, möchte ich mal sagen, wir haben mittlerweile über 2800 Kunden gewonnen, begeistern können, die unsere Produkte aktiv nutzen. Durch den Lizenzverkauf können wir eindeutig tracken, dass wir mittlerweile schon über 100.000 Anwender begeistern konnten. Und die Besonderheit an Proxys ist die, dass wir Hersteller unserer eigenen Lösung sind. Wir betrachten uns als Fulfillment-Partner, Sie wirklich von A bis Z zu begleiten, bis hin zum Go-Live und darüber hinaus natürlich ein guter Partner zu sein. Proxys ist TÜV-zertifiziert, bedeutet kurzum, wir erfüllen sämtliche Anforderungen der GOBD und der DSGVO. Mit welchen Leistungen können wir Sie bei der digitalen Transformation unterstützen? Ich möchte kurz auf unsere Lösung und Leistungsumfang mal kurz eingehen. Grundsätzlich sind wir individuell skalierbar. Wir beschäftigen uns mit 2 Kernaufgaben. Wie können wir denn grundsätzlich Dokumente digitalisieren? Und wenn dann Dokumente digital vorliegen, geht es in die Prozessautomation. Wie können wir Arbeitsprozesse, Arbeitsschritte schneller gestalten, effizienter gestalten und natürlich transparent und nachhaltig?
Wenn wir kurz auf die Dokumentendigitalisierung eintauchen, ist unser Ziel, dass wir alle digitalen Dokumente erst einmal in eine digitale Vorgangsakte bezogen. Und hierbei unterscheiden wir, wo sind denn die Quellen? Eine mögliche Quelle kann natürlich sein, Dokumente, die innerhalb einer Systemlandschaft erzeugt werden. Was heißt das im Umfeld? Das können Dokumente sein, die aus einem ERP, aus einem FIBO etc. pp. Erzeugt werden, die dann revisions- und rechtssicher abgelegt werden können. Jetzt sind aber nicht nur Dokumente innerhalb einer Systemlandschaft vorhanden, sondern es kommen ja auch Dokumente außerhalb einer Systemlandschaft. Und hierbei könnten es das klassische analoge Papier sein. Es kann natürlich aus MS Office heraus Dokumente erzeugt werden. Klar, die klassische Mail, die ist allgegenwärtig. Auch die können wir natürlich wieder hier revisionssicher ablegen, bis hin zu Zeichnungen, Bilder und sonstig erzeugte Dokumente aus der mobilen Anwendung heraus. Im Bereich Mail-Archivierung, wir können zunächst manuell automatisch Exchange, IMAP und POP3 archivieren. Eingehende, ausgehende Mails, rechtssicher. Ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, Proxys ist GOBD-konform, TÜV-zertifiziert. Natürlich können wir alle Mails im Originalzustand archivieren, aber nicht nur das Anschreiben, sondern auch die befindlichen eingebetteten Dateien. Natürlich, alles, was wir archivieren, greifen wir dann auch wieder die Metadaten als Index ab, die dann zur weiteren Suche, zur Volltextsuche Ihnen zur Verfügung steht. Und natürlich, es bleibt nicht nur bei einem Postfach, Sie können sich breit aufstellen, wir greifen Ihnen alles automatisch ab. Und die Suche über unseren browserbasierten Webclient ist sehr einfach und komfortabel. Im Outlook 365-Kontext möchte ich noch mal kurz einen Absprung machen. Das ist ein neues Produkt bei uns. Wir haben hier eine kostenlose Integration. Das Plugin steht Ihnen zum kostenlosen Download über den Microsoft Store zur Verfügung. Hierbei können Sie dann die Outlook-App nutzen oder die Desktop-Variante ab 2019. Auch hier wieder alles, was Sie über den browserbasierten Webclient an Vorlagen, an Templates erzeugen, steht Ihnen hier von der Wiedererkennung zur Verfügung. Das Abmischen mit Stammdaten, was wir über die angebundenen Drittsysteme erhalten, können wir ebenfalls sicherstellen. Und auch hier wieder Mails mit Anhang können wir auch wieder revisionssicher ablegen. Wir archivieren in Echtzeit, also wenn Sie etwas archivieren, dann erfolgt das auch wirklich in Realtime. Und aus Outlook 365 erfolgt dann auch eine klassische Kennzeichnung, dass Sie als Usergruppe-Rolle dann jederzeit auch erkennen, dass eine Mail revisionssicher abgelegt ist. Als weiteres Themenblock, klar, Dokumentenprozessautomation fängt bereits mit der Belegerkennung an. Hier haben wir einen universalen Rechnungsleser. Auf Basis künstlicher Intelligenz erfolgen unter der Motorhaube eine Vielzahl von Algorithmen, Logiken und Plausibilitäten, die Ihnen eben eine sehr hohe Automation und Belegerkennung sicherstellen. Ja, was können wir denn da alles auslesen? Wir können das analoge Papier, wir können sämtliche Arten von digitalen Dokumenten auslesen. Auch nochmal hier der kurze Hinweis, die Verarbeitung von X-Rechnung Zugpferd können wir ebenfalls sicherstellen. Ja, Sie lesen schon mal ohne Trainingsaufwand, es ist ein selbstlernendes Modul und ja, das erfordert jetzt keine großen Aufwände in der Konfiguration. Was erreichen wir denn beim Auslesen? Man kann hier natürlich in Facetten arbeiten, Auslesen von Kopf-Fuß-Daten, man kann das ergänzen mit Kopf-Fuß-Positionsdaten, man kann das natürlich dann auch wieder für die Kontierung weiter nutzen. Oder natürlich für die internationalen Kunden länderübergreifend mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen arbeiten, bis hin natürlich auch einen automatischen Bestellabgleich mit einem führenden Drittsystem sicherstellen, sodass Sie dann letztendlich von A bis Z eine Rechnung erhalten. Wir lesen sie Ihnen aus. Wir können Positionsdaten, wir können mit Bestellung abgleichen, wir können eine Vorkontierung sicherstellen, in einem Wort vorbereitend zur Blindverbuchung. Automatische Prüfung von Pflichtfeldern,
klar, kann man definieren, müssen wir auf der Projektebene wissen, was ist für Sie im Bearbeitungsprozess entscheidend wichtig. Die Integration in führende Drittsysteme, klar, müssen wir wissen, lassen Sie uns einfach ins Gespräch gehen. Workflow, Prüf- und Freigabeprozesse, da spielt mittlerweile sehr viel, wirklich die Musik. Wir haben hier ein sehr mächtiges Schwert. Das fängt natürlich an mit dem Ad-Hoc-Workflow, wo Sie aus der Situation heraus Dokumente durch Ihr Unternehmen schleusen können, wo Sie selber Versendelisten erstellen können. Wir können ergänzend auch nochmal formularbasierte Workflows abbilden. Am Beispiel Beschaffungsantrag, Urlaubsanträge, die kann man digital durch verschiedene User, Abteilungen und Standorte digital durchschleusen. Oder regelbasierte Workflows anhand von Wenn-Dann-Kriterien schleust man Dokumente durch das Unternehmen durch in Abhängigkeit. Wir haben eine sehr hohe Expertise im kaufmännischen Bereich für die Rechnungseingangsverarbeitung. Klar, der einfache, schnelle Zugriff auch hier wieder über den browserbasierten Webclient. Proxys ist auch hier verfügt über ein Rechtekonzept, Vergabekonzept. Und das Schöne ist, gerade im Prüf- und Freigabeprozess, dass wir hier mit Erinnerungswiedervorlage und Eskalationsszenarien arbeiten. Das Ganze kann man natürlich wunderbar kombinieren mit Vertretungsregelungen, die wir dann auch wieder abrunden können durch eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass auch wirklich nichts durch die Lappen geht. Dokumentation aller Bearbeitungsschritte. Alles, was bei uns im Prüf- und Freigabeprozess bearbeitet wird, wird protokolliert. Wir wissen somit jederzeit, welcher User, welche Gruppe, welche Rolle hat denn welche Bearbeitung, Veränderung am Dokument oder im Prüf- und Freigabeprozess vollzogen. Komfortable Integration der Volltextsuche ist natürlich ein sehr schönes Add-on. XML-Schnittstellen, klar. Ganz wichtig, nur damit erreichen wir dann auch eine sehr hohe Automation, wenn die bidirektionale Kommunikation zu angebundenen Drittsystemen sichergestellt werden kann. Mobilität, ich denke, das ist in der gegenwärtigen Zeit einer der ganz, ganz wichtigen Punkte. Proxys ist ein browserbasierter Webclient, ganz einfach über den Zugriff über den Browser, Chrome, Firefox oder Explorer. Wir stehen on-prem wie aber auch on-demand zur Verfügung. Wir sind auch hier wieder rechtssicher. Die Rechtssicherheit geht trotz der Mobilität nicht verloren. Und wir haben natürlich auch eine App, die in ein einfaches, schnelles Scannen von Papierdokumenten, grundsätzlich Dokumente über die mobilen Endgeräte wie Smartphone und Tablets auch sicherstellt. Der Zugang erfolgt, die Authentifizierung erfolgt über den QR-Code, sodass Sie überall auch wirklich mit der entsprechenden Berechtigung und Verrechnung arbeiten können. Die Templates, die Sie in der App nutzen, sprich, die können Sie über den browserbasierten Webclient werden in die App mit übernommen. Auch hier wieder, wir archivieren in Echtzeit, funktioniert wirklich sehr gut. Und diese App, diese Proxys Now App, steht Ihnen auf Android wie auf iOS kostenlos zum Download zur Verfügung. Ja, Sie lesen schon mal weitere Lösungen, auch als Standalone. Wir bieten zum Thema Vertrag, Personal, bieten wir jeweils zwei Varianten an. Einmal die Vertragspersonalakte und je nach Anforderung und gewünschten Funktionalitäten auf der Interessentenebene können wir jeweils auf die Management-Variante weiter ausrollen. Für Management oder für besondere Benutzergruppen haben wir auch noch mal ein gesonderes Geschäftsleiterarchiv zur Verfügung. Ich möchte ganz kurz auf den nächsten Punkt eingehen. Was bringt die Digitalisierung und die Automatisierung von Dokumentenprozessen? Zunächst einmal einen einfachen, sekundenschnellen Dokumentenzugriff. Hierzu bietet Proxys eine Vielzahl an Herangehensweisen an, entweder über die Volltextsuche, wir haben hier auch noch einmal diverse Schlagwortsuchen oder Pfadsuchen. Natürlich, das ergibt für Sie eine Reduzierung der Such- und Ablagezeiten, Einhaltung von Fristen durch wieder Vorlagen, Erinnerungs- und Eskalationsszenarien. Das verschafft auf jeden Fall im Alltag ein nachhaltiges Fristenmanagement
und zum Thema Optimierung ihrer Kosten, Raum neben Personalkosten. Natürlich, wenn ich lange Suchzeiten habe, verbrenne ich unheimlich viel Ressource und habe natürlich auch die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten sicherzustellen bis hin zu teuer Entsorgungskosten von aufbewahrten Dokumente. Auch hier das Ergebnis ist für Sie eine Reduzierung der Strukturkosten. Natürlich, der digitale Workflow-Prozess ermöglicht Ihnen ein gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten. Es sichert Ihnen eine vollständige Transparenz in jedem Arbeitsschritt. Sie wissen jeweils immer, wer hat wann was an welcher Stelle bearbeitet, freigegeben, hinzugefügt im Prüf- und Freigabeprozess. Auch das optimiert Ihre Arbeitsprozesse und verschafft noch einmal ein bisschen mehr Arbeit, mehr Transparenz. Ergänzend haben wir natürlich noch die Verwertbarkeit von Daten. Alles, was Sie proxeln, steht Ihnen natürlich auch zum Export, zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Auch hier eine Verbesserung Ihrer Report- und Analysefähigkeit. Dazu können wir beitragen. Mehr Flexibilität durch freies, mobiles Arbeiten, unabhängig zu Raum und Zeit. Auch hier ist optimiert einfach Ihre Produktivität und von den jeweiligen Usergruppen, Rollen von den Arbeitnehmern, steigert das auch die Zufriedenheit. Erfüllung gesetzlicher Vorlagen, Auflagen durch eine rechtskonforme Archivierung. Auch hier Proxys verfügt über ein inkludiertes Berechtigungs- und Zugriffskonzept. Das schafft Sicherheit und Vertrauen. Und natürlich aktiver Daten- und Informationsaustausch zwischen den eingesetzten Systemwelten. Das schafft natürlich mehr Transparenz zwischen den Systemwelten. So, Digitalisierung und Förderung, das wäre mein letzter Punkt. Mehr Zeit haben wir nicht. Zunächst, die Einführung eines DMS-Systems ist förderfähig. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Fördermittelrecherche. Auch hier gibt es ja auf Bund- oder Landesebene eine Vielzahl an Förderprogramme. Kontaktieren Sie uns. Wir unterstützen Sie gerne bei der Antragsstellung, bei der Antragsüberwachung und bis hin, dass der Prozess dann abgeschlossen ist. So, dann wäre ich bei den FAQs angekommen. Ein neues Gesicht, hi. Hallo. Jetzt hallo, Ole. Genau, Servus. Vielen Dank für den Beitrag. Ja, gerne. Ich habe noch tatsächlich drei Fragen gleich, muss ich aber ablegen kurz. Und dann müssen wir uns sputen. Ja, genau. Und die Frage ist aber erstmal ans Publikum, hat noch jemand Fragen? Mikro. Dann stelle ich genau schnell mal die Frage, nämlich wo kann Proxys installiert werden, wie kann ich das erwerben und welche Lizenzmodelle gibt es? Das sind aber gleich drei Fragen. Drei Fragen, ich weiß. Jetzt muss ich mich sputen. Also installieren können Sie Proxys einmal lokal in Ihrer Serverlandschaft oder es steht natürlich als Cloud-Variante in Ihrem Rechenzentrum, in unserem Rechenzentrum oder im Rechenzentrum des Partners zur Verfügung. Von der Erwerbbarkeit, Sie können Proxys kaufen, Sie können es leasen, Sie können es leasen. Und die dritte Frage? Die Lizenzen. Archivseitig lizenzieren wir auf Concurrent-Lizenzen, bedeutet, Sie erwerben eine Anzahl X an Lizenzen und die teilen sich dann alle User. Im Bereich Workflow, Prüf- und Freigabeprozesse haben wir nochmal verschiedene Nuancen, wo wir auf Named gezielten Personen den dauerhaften Zugriff immer ermöglichen oder wenn es im Prüf- und Freigabeprozess immer vereinzelt mal Entscheidungen braucht oder Teilnehmer, dann können wir das auch noch mal mit Abstufungen über die konkurrierenden Lizenzen ermöglichen. So wie ich es verstanden habe, von Standalone bis zu Lizenzen. Richtig. Alles drumherum. Vielen Dank, Oliver. Ich bin noch nicht fertig. Bitte? Bin noch nicht fertig. Ach so, na dann. Nein. Kontakt. Wenn Sie auf der Interessentenebene Fragen haben, steht Ihnen gerne mein Kollege Donato Menillo zur Verfügung. Ist natürlich auch hier auf der Messestand B9 verfügbar. Wenn Sie auf der Partnerebene Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Andernfalls besuchen Sie uns einfach auf der Website unter www.proxys.de. Dann sage ich abschließend vielen Dank für Ihre Zeit, für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine schöne Messe. Danke. Wir danken vielmals.